Frankfurter Stumbo. Willkommen bei der Frankfurter Stumbo. Heute mit dabei der Michael. Guten Tag. Und der Olli. Hallo. Und ich bin der Andi. Servus. Michael. Ja. Was rauchen wir? Wir rauchen Camacho Broadleaf Toro. Jawohl, die neue Camacho. Ja. Jawohl. Hatten wir alle schon mal, glaube ich. Ich ja. nicht. Oder? Nee? Mm-mm. Erste Mal? Ja. Ich glaube schon, ja. Ist jetzt auch die erste Camacho seit längerem, die neu ist, oder? Mhm. Ja, das war ja bei die Orangen neu, ne? Die Nicaragua, war die letzte. Aber die ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre. Ja. Wahrscheinlich. Also zwei Jahre. Und ich glaube auch tatsächlich zwischendurch gab es auch keine Limited irgendwie. Also ich glaube bis 21 war ja noch die Liberty Series oder so. Da gab es nicht eine von den Limited? Ja, also auch nicht mehr. Also wenn, dann habe ich es. Also gefühlt ist das die erste neue Camacho seit längerem. Das stimmt. Ja. Und da ist ja tatsächlich eine. Also ich will nicht sagen Weltneuheit. Aber zumindest habe ich es bei noch keiner einzigen Zigarre gehabt, nämlich, der heißt natürlich Broadleaf, weil sie einen Broadleaf-Decker hat und der kommt aus Honduras. Und ich habe noch nie vorher, also jetzt bewusst wahrgenommen, dass irgendein Broadleaf-Decker aus Honduras kommen würde. Mhm. Daher glaube ich, das ist auf jeden Fall eine echte News. News. Mhm. Ja. Okay. Ich bin mal gespannt. Ja. Es gab ja so gemixte Reviews von der Zigarre. Mhm. Mhm. Ja. Auch in besonderer Weise von Leuten, also ich sage jetzt mal so in unserem direkten Umfeld. Mhm. Gell? Und auch Leute dabei, wo ich sage, okay, die babbeln jetzt nicht nur, die wissen schon, also die haben schon ein paar Zigarren geraucht irgendwie. Da waren echt einige dabei, die gesagt haben, richtig schlecht. Genau. Also ich meine, so, wo die gesagt haben, Katastrophe, kannst du gar nicht rauchen. Ja. Ja. Mhm. Aber hat mich jetzt nicht beeinflusst irgendwie. Also wir haben sie probiert und ja. Ich fand sie jetzt nicht so schlecht. Ich fand die bisher auch nicht so schlecht, aber muss ich sagen. Gut, jetzt ist die auch schon wieder ein bisschen älter als die, die geraucht haben, die relativ schlecht die bewertet haben. Ja, also ganz frisch, ne? Also draußen. Mhm. Ja. Anfang, wie findet ihr? Extrem stark. Stark, mhm. Aber macht viel Rauch. Geschmack. Ja. Was zu erwarten ist an, bei so einem Broadleaf. Ja, aber die hatten echt, also Pfeffergeschmack, also hab auch Leder, also ich habe sehr viele Geschmäcker im Mund gerade von den ersten paar Zügen. Ja. Und es ist eine Gewalt halt von der Stärke, gell? Also die legt schon echt gut los. Ja, die hat eine ganz gute Süße, finde ich auch dabei. Fand ich, also das, ehrlich gesagt, das Erste, was mir aufgefallen ist, ja. Ich habe so eine ganz angenehme Süße mit drin. Weiß jetzt gar nicht, so vielleicht Frucht oder... Ja, ich habe so eine karamellige Süße irgendwie. Ja. Und was ich auf jeden Fall erstmal sehr angenehm finde. Das ist angenehm. Ja. Also, ja, mal gucken. Wo liegt denn die preislich? 11,20 Euro pro Stück. Camacho typisch eigentlich relativ günstig. Mhm. Finde ich also jetzt im Vergleich zu den meisten anderen, die wir so in letzter Zeit... verköstigt haben. Und das ist ja eine komplette Honduras, bis auf den Filler, da ist noch Domrep mit drin. Okay. Ja. Naja. Bei der Banderole, da habe ich mir gedacht, da können die ruhig mal irgendwie was Neues machen, gell? Die machen ja seit Jahren eigentlich immer die gleiche Banderole und spielen auch immer mit den gleichen Farben irgendwie. Ja? Schon so ein bisschen, wenn ich mir so überlege, es gibt ja zum Beispiel die Connecticut, die hat ja so einen orangenen, dann haben wir die Nicaragua, die ist auch irgendwie so orange, gell? Und die ist jetzt auch orange, nur glänzend so orange. So Kupferfarben, ja. Denke ich mir, manchmal gibt doch noch ein paar mehr Farben als irgendwelche Gelb- und Orangetöne, die ihr unter Umständen für eure Zigarren benutzen könnt. Ja, ja. Auf, und die hören das noch und dann gibt es nächstes Mal eine rosane. Eine rosane. Die Barbie Edition. Gut, ich meine, wir haben noch eine rote, die Corojo, und die blaue, die Ecuador. Ja. Die schwarze hatten wir noch. Hm. Gibt es da denn nicht Silber, mehr in Deutschland? Also grau. Ja. Grün hatten wir. Ja, das war, glaube ich, das war die Shellback. Shellback, ja. Das war eine Sonderedition. Ja, und fand, das war mit so einer der geilsten überhaupt. Ja, die hast du gerne geraucht, erinnere ich mich noch. Immer wenn es die gab, hast du da auf jeden Fall immer ganz gut zugeschlagen. Ja. Ja, ich war, für alle, die es interessiert oder auch nicht, ich war am Wochenende in Bad Wimpfen im Zigarrenhaus Klenk. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ja. Mhm.
Da war so eine kubanische Nacht. An der Stelle vielen Dank an Timo für die Einladung. War sehr schön. Gab frisch gerollte kubanische Zigarren. Bisschen kubanische Musik, war volles Haus, waren echt viele Leute da. Und es war eine Rollerin da aus El Aguito, also da, wo Kuiba gerollt wird. So die Grand Madame der Zigarrenroller in Kuba, die wird sehr Cool. bekannt. Und gab frisch gerollte kubanische Zigarren. Fand ich, war ganz nice, muss ich sagen. Okay. Ich meine, wir haben alle schon mal frisch gerollte geraucht, Ja. gell? Wir haben ja gerade kurz vorher drüber geredet. Es ist natürlich was Besonderes, dass die kubanischen Rohtabak dabei hatten, den sie da verarbeiten konnte. Und ich finde frische Zigarren immer super, aber es schmeckt da dann keinen großen Unterschied. Weißt du, also ob es jetzt Dom Gap, Nicaragua oder Kuba ist, würde ich da glaube ich gar nicht so sehr schmecken, weil das primäre Genusserlebnis ist irgendwie diese Frische. Ja. Ja, von diesem frischen Tabak irgendwie. Und überschattet so dieses, auch ich sage jetzt mal typisch Kuba, weil jetzt halt so Leder, Holz, sowas. Gell? Das merke ich dann gar nicht so sehr, weil du einfach diesen frischen Tabak hast. Das Und stimmt, muss auch ja. sagen, das war auch, ich würde sagen, das war irgendwo so zwischen Robusto und Toro, was die gerollt hat. War richtig, richtig gut. Gell? Top Abbrand, super gezogen. War richtig gut. Okay, cool. Ja. Und auch nehme ich an, umsonst, ne? Oder musst du sie zahlen? Na, der Arbeit, du hast ja quasi für diesen Abend Bezahlt, ne? Ja, bezahlt. genau. Ja. Und normalerweise, die war jetzt so auf Europa-Tour, die war 3 Monate unterwegs. Und tatsächlich, gestern war der letzte Stopp. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und normalerweise, ihr kennt es ja, da die so ein Kistchen da stehen. Und dann, die dürfen ja eigentlich kein Geld nehmen. Deswegen, genau, meinte ich, Ja. ja. Aber die sagen natürlich immer, wäre schön, wenn man Trinkgeld irgendwie geben Ja. könnte. Und ja, macht man ja eigentlich dann auch Ja, genau. so ein bisschen. Die haben ja dann auch immer einen dabei, der. Also so habe ich immer das Gefühl, die sagen natürlich immer so, es ist natürlich immer dabei, der Ja, übersetzt. genau. Also ich denke eigentlich immer, das ist so ein bisschen der Aufpasser. Aufpasser. Ja, wobei die Dame gestern hat tatsächlich nur Spanisch geredet. Weiß jetzt auch nicht, wie das ist, so mit in Fremdsprachen mit Kuba, wie da das Schulsystem. Also ich weiß es gar nicht, ob die Keine jetzt Ahnung, Englisch ja. lernen oder ob das quasi ja die Sprache Ist. des Systemfeindes ist Ja. und was man nicht lernt, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber ich sage jetzt mal, alle Kubaner, die ich bisher kennengelernt habe, abseits von jetzt so Zigeuner, wenn sie konnten, alle sehr gutes Englisch sprechen. Also daher weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe noch nie einen Kubaner kennengelernt. Nee. Wüsste jetzt nicht, ne? Ist jetzt ja auch nicht so oft, dass wir in Deutschland Kubaner sind, ne? Ja, merkst du es öfters. Also gerade wenn du so im Süden bist. Ja. Nee, ich hatte eins, zwei in verschiedenen Firmen. Aber ja, das Recht ist jetzt nicht, hat man jetzt nicht so oft in Deutschland. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die Top-Auswanderer-Region für den gemeinen Kubaner. Ist zu kalt hier. Ja, Und das. ich weiß gar nicht, ob die auswandern dürfen. Dürfen die Ich ausreisen glaube, es nochmal? ist, glaub, ist schwierig. Ist jetzt auch mal so getippt, aber. Glaub, es ist ein bisschen so wie früher in der DDR. Ja, gell? Weißt du, also brauchst du eine Erlaubnis. Oder es sei denn, du bist halt, du gehst ihn so oft in den Sack, dass sie dich einfach rausschmeißen Ja, wollen, genau. gell? Weil dann glaube ich, dann kannst du ganz schnell verschwinden irgendwie. Ja. Ja. Ja, da haben die natürlich auch irgendwie mehr krass mit zu kämpfen, gell? Mit natürlich Leuten, die das Land legal oder illegal verlassen. Das ist natürlich schon ein Problem wir haben es auch so ein bisschen unterhalten. Ernte gerade scheiße, Marktlage scheiße, Lager sind leer, ist auch Okay. scheiße. Komm mal. Ich meine, wir unterhalten schon seit Jahren über kubanische Zigarren, gell? Mal gucken. Gucken, was da abgeht. Ja. Es wundert mich eigentlich, dass die Lager leer sind bei den Preisen. Aber gut. Hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich auch die Ernte nicht so gut war, so nicht so viel da ist. Dann gab es ja diesen großen Ja. Brand. Und dann noch dazu vor kurzem der Hurricane. Ja, also ich glaube, die Stimmt, da ist wurden. ja auch ein bisschen was Ich glaube, rübergegangen, die ja. wurden schon ganz gut gebeutelt mit so verschiedenen Dingen, was jetzt denen nicht so zu Pass gekommen ist. Ja. Wie viel geraucht? Boah, ich glaube schon am Ende schon bei 6, 7 Zigarren. Boah, an einem Abend ist hart. Naja. Hab natürlich mittags schon angefangen, bevor wir da waren. Wollen noch was essen. Habe ich gut, also wenn du da schon natürlich im Schwabenland bist,
Ja, was ist das? Ist halt so ein Zwiebelrostbraten mit Oh, geil. Käsespätzle. Muss ich auch sagen, das war einfach schon richtig gut. Gell? Das ist natürlich einfach so, also einmal so ein Soul Food, gell, wo du denkst, ach, das macht dich so richtig schön warm. Und dann ist einfach was du jetzt hier nicht so oft im Restaurant Ja, das bekommst. stimmt. Gell? Ja. Und ich glaube, da hat es dann auch nochmal eine andere. Also, das bilde ich mir halt immer ein. So, wenn du halt irgendwo bist, dass da nochmal geiler schmeckt. Weiß ich nicht, ob Ja. das so ist, gell, aber das ist natürlich dann ein bisschen da und dann isst du halt dann die Käsespätzle. Und jeder macht die da wohl auch ein bisschen anders da. Gell? Das so, jedes Restaurant oder jede Mutti, die da kocht, hat ihr eigenes super Rezept, wie sie die Käsespätzle macht. Ja, aber ist jetzt Angst, dass ich jetzt jeden Tag essen müsste, gell, weil es natürlich schon heavy. Eine gute Menge hier. Aber ist eigentlich ganz gut gewesen. Ja. Also rundum glücklich. Ich habe nur richtig beschissen geschlafen. Ich hab auch, können wir uns mal eine Traumdeutung üben. Ich weiß nicht, ob ihr einen Mann im Wald kennt. Nee. Das ist so ein YouTube-Kanal von einem Typ, der immer im Wald ist und viel über Bäume und so weiter redet. Und ich habe den damals entdeckt, als ich meinen Jagdschein gemacht habe. Und da habe ich immer dem seine Videos geguckt, weil er dann gesagt hat, ja, woran erkennt man jetzt den, woran erkennt man die Traubeneiche und den Feldahorn und dies und das und jenes. Dann habe ich immer geguckt. Und ich stehe ja so im Bett. Im Zimmer war eigentlich top, war alles super. Und dann wache ich aber mal auf, beziehungsweise ich höre, wie dieser Typ, ein Mann im Wald, quasi direkt vor meinem Zimmer ist und mit 10 Leuten spricht, so, wir müssen jetzt los, wir gucken jetzt die Bäume an. Und gemurmelt, bin ich wach geworden, habe für einen Moment habe ich so gedacht, Scheiße, ich bin zu spät. Ich muss ja auf die Waldtour mit dem einem Typ gehen. Dann Geil. hat es wirklich so 10 Sekunden gedauert, bis ich so, oh ja, okay, ganz Erst anders mal da, wieder gell? orientiert. Ich weiß nicht mal warum, es hat gar nichts mit nichts zu tun gehabt, was an diesem Tag irgendwie passiert ist, gell? Aber das Aber ist manchmal krass, gell, wenn das so reale Träume ja. sind, irgendwie, wo du echt aufwachst und erstmal einen Moment brauchst, um zu Ja, auf jeden realisieren, oh, das Ja. war ja doch ein Traum, so, ne? Ja, warst aber Jetzt. echt tief, tief weit weg. Aber echt, Geil. ja, gut, ja, das bedeutet bestimmt irgendwas. Garantiert, ja. Und das Hotel auch ganz spannend, das gehört wohl dem Chef von Lidl. Die haben ja da, ich weiß jetzt nicht, ob es noch Bad Wimpfen ist oder eins der Orte, die direkt drumherum sind. Da ist auch die Lidl-Zentrale. Sind wir auch mal so ein bisschen drumherum gefahren. Das erinnert mich so ein bisschen an den Frankfurter Flughafen dann, gell? Weil das einfach ein Riesenkomplex ist. Total moderner Bau auch, gell? Wir haben mehrere tausend Leute, die halt einfach Mitten im arbeiten, Grün. gell? Mit allem Furz und Feuerstein mit dabei. Und das ist schon krass, gell? Weil im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, im Nirgendwo, gell? Aber das hat schon einschätzt so erwartet. Okay, so, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Chef von Lidl, vielleicht kommt er aus der Gegend da, keine Ahnung. Aber ein Schätzer, sowas er erwartet, keine Ahnung, in München, Berlin, Frankfurt, Köln, was weiß ich, Aber ich irgendwo. glaube, so Zentralen von so gewachsenen Unternehmen, die dann so groß geworden sind, auch SAP und sowas, die sind immer irgendwie am Arsch der Welt. Ja. Irgendwie und nie in den Großstädten irgendwie. Die haben zwar auch einen Ableger meistens nochmal irgendwie so ein Büro Ja. oder sonst was, aber so die Hauptzentrale ist meistens immer irgendwo sonst wo. Ja, dann wurde mir lustigerweise, war mal auch so ein bisschen im Gespräch über Lidl und kamst du so, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wie gerade die, oder wir haben es ja immer ein Beispiel von, dass irgendwelche Leute fehlen im Einzelhandel, bei uns in der Lounge zum Beispiel gehen wir oft drüber, dass da keine Leute da sind oder Leute brechen weg und dann kommt immer Neues wieder. Und da in der Region scheint wohl so ein bisschen die Problematik auch zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Leute bei Lidl extrem gut bezahlt Ja, werden, genau. ja, also extrem gut bezahlt werden und deswegen natürlich alle Betriebe im Umland richtig die Arschkarte gezogen haben, weil natürlich die Leute dann sagen, okay, also ich verdiene halt einfach 50% mehr und die haben übrigens in der Zentrale noch, da ist eine Sauna, ein Fitnessclub und dies und das und jenes und ich krieg noch Prozente bei Lidl, dass natürlich jeder bei Lidl arbeitet. Klar. Also es macht natürlich auch Sinn, gell? Ja, klar. Aber das ist natürlich dann schon eine klasse Und Nummer, dementsprechend werden auch die Wohnungspreise sein und gell? sowas. Es gleicht sich dann ja immer schön an, wenn da viel verdient Ja. wird, wird alles auch teurer. Ja.
Da ist mal das ganz andere Problem, weil sonst, also ich hatte gar keine Ahnung vorher davon, gell? Aber eigentlich habe ich gedacht, die Leute bei Lidl werden richtig beschissen bezahlt und werden scheiße behandelt. So wie zum Beispiel bei Amazon, sag ich dann, einfach weil ich so im Kopf hatte, großer Betrieb, Schema F, und da scheint es aber lustigerweise genau anders da zu sein. Ja? Ja, Lidl hat den Ruf schon immer irgendwie, dass Was die jetzt aber sehr auch sehr scheiße gut ist, bezahlen. irgendwie. Also du kannst natürlich nicht richtig machen, habe ich dann so ein bisschen rausgefunden, gell? Weil wenn es natürlich deine Angestellten nicht gut behandelst und wenig bezahlst, beschweren sie sich. Wenn du sie gut bezahlst, gut behandelst, beschweren sich die anderen darüber. Also Egal, wie du es du machst. kannst es nicht richtig machen, gell? Ja, gut. Für die Firma selbst finde ich das in Ordnung. Gut bezahlt. Klar. Firmen gut. Behandle ihre Leute gut. Geile Arbeitgeber. Ja, müssen Wird die sich ja anderen jeder halt freuen, die nachziehen. anderen. Ich meine, das können die meisten dann halt leider Ist dann halt nicht. schwer, gell? Ne? Und dann baut Lidl seine Marktmacht aus, Ja. sozusagen. Ja, gut, aber wenn das die Zentrale ist, ich meine, wie wir da einen Markt haben. Also aus dem Einzelhandel, die Leute, die machen da ihre Jobs, gehen dann ins Büro da. Aber irgendwann ist der doch auch voll. Der Lidl, weißt du, ich meine, der hat 1000 Arbeitsplätze, sag ich jetzt mal, oder 2000. Ja. Und irgendwann sind die doch auch mal voll. Ja. Also, Du, ich kann mir natürlich gar nicht, also hast natürlich recht, gell, das ist jetzt natürlich ich nicht glaube, die. endlos expandierbar, aber ich stelle mir das halt so vor, da wird es ja auch sowas geben, Regionsleiter und dies, das. Und klar, wenn immer neue Märkte hinzukommen, brauchst du immer mehr Leute, die das irgendwie betreuen. Ja? Oder dann baust du dann ein Marketingteam aus oder Ja, gut, was. expandierst ins Ausland, dafür brauchst du dann Leute, weißt du, also. Ich denke, klar, umso größer Lidl wird, also ich könnte mir vorstellen, oder es ist natürlich sehr wahrscheinlich, umso mehr Filialen Lidl hat, in umso mehr Ländern, umso größer muss auch die Zentrale sein, weil du mehr Leute brauchst, um das organisatorisch Das stimmt schon, irgendwie zu ja. stemmen. Ja. Also Andi, ich sehe dich fast nicht mehr. Echt? Das ist so krass rauchig. Aber das, Macht ich sehr habe viel Rauch, das hab ja stimmt. hier die Kamera, Da geht's. man sieht fast gar nichts. Okay. Gell? Aber das ist natürlich extrem, weil genau zwischen uns in der Kamera sieht man es nicht. Genau zwischen uns hängt so ein relativ tief hängendes Licht Ja. und das beleuchtet natürlich extrem den Rauch. Ja. Ja, Ja, ja viel Rauch. Aber wie findet ihr sie? ich finde es gut. Ich finde es okay, bis gut. Super Zug. Ja, das finde ich, also das Also finde ich ein mein. bisschen, der Zug ist gut, aber die brennt ein bisschen ungleichmäßig ab und man muss immer so ein bisschen bei ihr Und bleiben, so sonst hat geht die sie aus. Tendenz schief zu werden, so ein bisschen, Ja, gell? und Aber ja, ja, Englisch schafft sie jetzt immer noch. Attention Whore, ja. In Deutsch hört sich richtig catchy an, das war die Aufmerksamkeitshure. Das ist keine Zigarre, die du weglegen Nee. kannst, weil dann ist sie aus. Ja. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemerkt, wenn ich ein bisschen mehr geredet habe und eine längere Zeit nicht gezogen habe, musste schon so ein paar Mal Genau, Pam, wieder genau. mal ziehen, Ja. dass die wieder dass die wieder startet. Ja. Ja. Hast du die frisch geholt oder hast du die noch bei dir zu Hause liegen gehabt? Oh, die Die hast du lag nicht jetzt mitgebracht. eine. Wann waren wir in der Lounge? Montag? Dienstag? Ja, die lag jetzt knapp eine Woche bei mir. Im Schrank. Aber. Bei 95%, ne? Nee, 68. 98, 95%. Ach nee, der ist Eiweiß. Ja. Ich habe mir ist was ganz Interessantes passiert, was ich wusste nicht so ganz, wie ich darauf reagieren soll. Und gerne bestimmt, ich habe diesen anderen englischsprachigen Channel Smokerspot und da habe ich ja so ein Format, das nennt sich Night Owl, also die Nachteule. Es geht meist nur eine Stunde und ich sitze dann genau hier in der Lounge und labere einfach über Gott und die Welt, was mir gerade irgendwie einfällt oder was irgendwie spannend ist. Ich rauche eine Zigarre dabei, gehe aber auch gar nicht groß auf die Zigarre ein und so weiter. Und ich rede so und rede so und rede so über irgendwas. Und ich habe für mich festgestellt, dass es auch ein ganz schönes Format ist der Selbsttherapie, sage ich einfach mal. Weil du redest einfach. Ja. Und wenn du natürlich lange genug einfach auf die Kamera einredest, geht mir zumindest so, dann hast du auch irgendwann vergessen, dass die Kamera, also dass du tatsächlich mit der Kamera redest, sondern du führst dann so eine Art inneren Monolog irgendwie. Ja. Und ich rede so. Und dann erzähle ich irgendwann von der Krebserkrankung meiner Mutter. Ja. So, ich habe da so kein Geheimnis draus gemacht, meine Mutter auch nicht, aber dann erzähle ich es so. Keine Ahnung, vielleicht so 15, 20 Minuten. Gell, so, ja, wie scheiße es ist und die Ärzte da waren scheiße wegen der Chemo und so also ein bisschen ausgekotzt. Gell. Und habe jetzt auch noch nichts weiter dabei gedacht, habe es dann hochgeladen.
Und dann wurde ich danach tatsächlich überschwemmt, also wirklich überschwemmt mit Nachrichten von Leuten, die mir alles Gute gewünscht haben. Also im YouTube-Video selber auch als Kommentare, da waren es aber nicht so viele, 10 oder 20 und alle so, was natürlich größtenteils Amerikaner sind, die sind natürlich so, ja, du bist in unserem Gebet mit drin, so wie das so typisch ist. Ich bin jetzt nicht besonders gläubig, aber ich nehme das trotzdem als aufmunternde Geste hin, gell? Extrem viel über Instagram bekommen, selbst Leute, die mir E-Mails geschrieben haben oder bei WhatsApp oder so. Und das war richtig krass. Krass, Ja, ne? so, also auch kein einziger Scheißkommentar dabei, gell? Alle so, oh, das tut mir so leid mit deiner Mutter und ich wünsche dir alles gut und so weiter. Und das war richtig aufmunternd. Dass du alles bekommst, das war wirklich wie so eine, also locker 70, 80 Krass, okay. Nachrichten Krass, bekommen. ne? Cool Ja? auch. Und das war richtig cool. Ja. Also ich habe mich wirklich richtig darüber gefreut, gell? Weil es hat dann so ein, zwei Tage so gedauert, bis sich das so aufgesammelt hat. Ja? Und da hab ich einmal runtergelesen, war ich richtig gerührt. Das fand ich richtig schön, dass Leute irgendwie daran Anteil nehmen. Ja? Ja. Also, weil wir reden ja ganz oft über, wie scheiße Social Media ist, Ja, das weil stimmt. natürlich Leute irgendwie, wie heißt, gemobbt werden oder es andere negative Konsequenzen hat. Da habe ich mir gedacht, es waren ja auch ganz viele Leute, die kenne ich gar nicht. Ja. Ja, also die kennen natürlich mich irgendwie durch das Format oder so, gell, durch den Channel, aber ich kenne die Leute ja gar nicht. Also da waren jetzt auch ein paar dabei, die kannte ich auch, ja, oder sind auch welche dabei, die quasi seit Jahren schon dabei sind. Die erkennst du dann ja wieder und kommentieren, aber auch Leute, die habe ich noch nie gesehen, ja, wusste ich gar nicht, wer das ist. Was ich halt so interessant war, das stand ja auch nirgendwo im Titel drin. Also so, ja, I'm talking about cancer oder so. Nichts. Ja, das war einfach so wie immer Night Owl. Ich habe so eine Dan Barton, sind Kompromisse geraucht und nach 40 Minuten in diesem Clip erzähle ich 20 Minuten über die Krebserkrankung meiner Mutter. Das wäre also nichts, womit ich jetzt Werbung gemacht hätte. Weil dann könnte man noch es nachvollziehen, okay, wenn du selber betroffen bist oder sonst irgendwas, dann guckst du halt YouTube-Videos, Krebs, sonst was und guckst jetzt dann an, ja. Aber so, das war vollkommen aus dem Kontext eigentlich gerissen, gell? Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Ja, klar, die Leute haben natürlich eine Beziehung zu dir, Ja. so über die Zeit, ne? Baust ja auf, so du natürlich nicht zu denen, Ja. verständlicherweise, weil geht ja in der Regel nicht, aber so, ja, Ja. klar, nimmt man dann schon Anteil irgendwie, ja. Und das fand ich schön. Ja, Das war super, richtig schön. ne? Und wie gesagt, das ist dann der positive Aspekt von so Social Media Geschichten, gell? Dass dir auch gute Vibes quasi rübergebracht werden können und nicht nur die ganze Scheiße, die man sonst immer hört. Ja, das stimmt wohl. Aber das ist eine Ausnahme. Meinst Ja. Also nicht eine Ausnahme, dass Leute Anteil nehmen, Ja. aber so insgesamt gibt es dann doch relativ Einer wenig der positive wenigen Aspekte. positiven Effekte. Ja. Leider wenigen. Ja. Ja. Also würde ich schon behaupten, ja. Ich glaube es auch. Ich habe das danach wirklich so ein bisschen in Frage gestellt. Ja. Und habe mir dann gedacht, es ist natürlich schwer, sowas jetzt in Zahlen zu fassen irgendwie. Gell? Aber ich denke mir natürlich auch immer, das ist ja wie bei allen anderen Nachrichten, die man so konsumiert. Ja. Es schreibt ja keiner, dass der Metzger jetzt schon seit 10 Jahren immer guten Bierschinken macht. Aber wenn da einmal eine Ratte im Dings ist, ist das halt eine News. Gell? Das kennt man ja. Ja, so irgendwas muss ja Schlagzeilen produzieren. Und denke ich mal, halt, wenn halt ständig irgendwie erzählt wird, dass Leute anderen über Social Media halt Glück wünschen, dies, das, so, das interessiert ja in Wirklichkeit kein Schwein außerhalb dieses Kontextes, wo du dich bewegst. Aber wenn wieder mal kommt, oh, da wurde wieder jemand zum Selbstmord getrieben, weil der da gebullied worden ist, gell, das kriegst du natürlich sofort mit, irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also ich weiß halt, ist für mich schwer einzuschätzen, wie viel Gutes darüber passiert. So einfach jeden Tag du kriegst hier eine tolle Nachricht oder sonst irgendwas. Ja, so, man weiß es nicht. So gestick. Ja, das stimmt, man weiß es nicht. Aber es ist halt trotzdem nicht die Realität irgendwie, ne? Also, finde ich zumindest. Man sieht ja trotzdem, was das mit den Leuten macht. Ja, Die auf hängen jeden immer vorm Fall. Telefon. Also siehst du ja in der Realität, was das mit den Leuten macht. Ja. Und das ist in der Regel für mich zumindest nicht positiv. Unabhängig davon, dass da bestimmt auch positive Sachen passieren, aber einfach nur so diese ganze
diese Möglichkeit überhaupt zu Social Media und sowas, ne? Ja. Dass die Leute da so in Anführungsstrichen abhängig von werden irgendwie. Oder Kinder, wie jetzt meine Nichte und so, die dann einfach, da dreht sich das Leben nur noch um TikTok und Videos machen und so ein Mist irgendwie. Da denkt man sich halt, wenn man aus einer anderen Generation kommt, das ist halt nicht geil. Naja, auf jeden Fall. Aber Naja. Aber ich glaube halt auch dieses, weil du gerade TikTok erwähnt hast, das hat diese ganze Geschichte, hat es nochmal beschleunigt. Irgendwie, gell? Also jetzt auch gerade, ich sage jetzt nur sogar Kinder, die eigentlich jünger sind wie jetzt meine. Ja, Ja? genau. Halt so, keine Ahnung, 13, 14, Genau, 15, das genau so das dieses Alter. Ding. Da ist es halt wirklich, da geht sich die Welt rum. Genau. Weißt du, das ist quasi das Zentrum der Aufmerksamkeit ist TikTok und alles, was man macht und tut, wird irgendwie damit verarbeitet Ja. oder weitergeleitet oder extra dafür irgendwas gemacht, produziert oder sonst irgendwas. Das ist schon brutal. Das ist brutal. Und auch wenn da positive Sachen drüber laufen, sagen wir mal, da erzählt auch jemand irgendeine Story, die Leute irgendwie auch mitnimmt und so und die dann Anteil nehmen. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so künstlich irgendwie, oder? Also so richtig geil ist es halt nicht, wenn es da. Ich finde, das Schlimme ist dann halt, du kannst dann auch irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, was echt ist und was nicht Ja, echt genau. ist. Also, TikTok weiß ich gar nicht, ich besitze keinen TikTok-Account, Ich deswegen auch kann ich nicht. es nicht so richtig hundertprozentig nachverfolgen. Ich krieg es immer so mit, aber zum Beispiel, sagen wir mal am Beispiel von Instagram. Ja. Ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass von den vielen, vielen Millionen Usern, die da sind, auch ganz viele sind, die einfach ehrlichen Content machen, die über irgendwas ehrlich berichten oder sonst irgendwas machen, aber. Da dieses ganze Ding so ein Disneyland ist, sag ich mal, das ist ja alles so künstlich, fällt es einem auch total, also selbst als normal gebildeter, erwachsener Mensch, fällt es einem total schwer zu unterscheiden, okay, ist das jetzt einfach nur wegen der Klicks gemacht worden oder ist es jetzt gemacht worden, weil es tatsächlich der oder dem oder derjenigen ein Anliegen ist, das, was auch immer, Ja. zu machen, gell? Das Schlimme, was ich da sehe, gerade diese 13, 14-Jährigen sind ja sehr beeinflussbar. Ja. Und für die ist das ja die Welt. Also Ja. TikTok, was da so passiert, das ist so. Also, Genau. ja, kriege ich ja selbst mit. Ich habe einen 13-Jährigen daheim und wenn man der irgendeine Story erzählt, wo ich so den Kopf schüttel und er so, ja, und überhaupt und dies und das und dies. Junge, hinterfrag doch mal, geht das denn überhaupt so? Ja. Wenn, weißt du, wie kann der, warum hat der gerade sein Handy in der Hand? Keine Ahnung, wenn da das und das passiert. Läufst du den ganzen Tag mit deiner Kamera rum und Ja. filmst alles und jeden und Es wird halt gar nicht hast das hinterfragt. gar nicht, null, Null, ja. null. Das wird gesehen und für wahr befunden. Ja. Ja. Ja, und ja, da ist Ja, schon schwierig. aber ich meine, wir hatten ja letztes Mal in der letzten Sendung haben wir das Gespräch gehabt über, ich weiß gar nicht, du hast, glaube ich, gesagt, oder du, ich bin mir nicht ganz mehr sicher, über diese jungen Mädels, die sich über TikTok auskotzen. Oh mein So, Gott, ja. die Arbeit ist so hart. Ja. Ich habe ja tatsächlich 8 Stunden irgendwie so total entsetzt gewesen sind, wie die Arbeit ist. Ja. Ja, genau. Das ist natürlich eine Folge davon. Ja, Klar. so ein Stück weit, weil du natürlich, du kennst die Realität gar nicht. Ja, also du weißt ja, du denkst, es ist so, wie es da ist. Ja. Ist ja auch so nah. Ist ja so, ist ja, es spiegelt dir ja irgendwie vor oder spielt dir Ja. vor. Ist so zum Greifen nah. Ich könnte auch so ein Leben führen, ne? TikToken und Videos machen und Ja. so. Und Verdienen immer bei gleich richtig Starbucks Geld mir den und neuesten Latte XYZ holen ja. und so. Weißt du, Ja. ist alles so greifbar. Ja. Aber im Endeffekt ist es so ultra weit weg. Ja. Und das ist halt das Harte, weil das hält die Leute immer so da dran irgendwie so, Ja. ne? Aber es ist halt für den Großteil der Leute ist das nicht erreichbar Ja. und ist vielleicht auch nicht sinnvoll. Aber ja, das. Und ich habe halt das Gefühl, es geht so ein bisschen der gesunde Menschenverstand flöten. Ja. Ja, also einfach dieses Common Sense. Ja, also dieses einfach das einmal betrachten und einfach feststellen, ist das möglich? Ja, nein. Macht das Sinn? Ja, nein. Ich habe das Gefühl, dieser gesunde Menschenverstand, das ist natürlich komplett übertrieben bei dieser ganzen Generation, das jetzt sozusagen, gell, aber wirklich über weite Strecken denkst du, boah, also die denken einfach gar nicht darüber nach. Das wird halt einfach nur konsumiert, direkt verarbeitet und dementsprechend gehandelt, gell? Genau. Und gar nicht nachgefragt, gell? Und ich finde es total faszinierend. Also Erschreckend erschreckend faszinierend. Ja, faszinierend, ja? total. Und ich merke das ja auch, du wahrscheinlich noch mehr, weil dein Jüngster genau in dem richtigen Alter dafür ist, ja? Aber selbst zum Beispiel bei meiner jüngeren Tochter, die 17 ist, selbst da merke ich das auch noch, ja? Obwohl die macht eine ganz normale Ausbildung, also die weiß, was es heißt, 8 Stunden zu arbeiten und so weiter.
Aber trotzdem, wenn wir uns unterhalten, bekomme ich immer wieder mit, dass so gewisse Sachen aus TikTok quasi direkt weitergeleitet werden. Ich habe gehört, dass, ja, und dann ist das so. Mhm. Ja? Und dann hast du, dann ist es teilweise harte Arbeit, das zu widerlegen. Ja. Weil du selber besitzt ja scheinbar gar keine Autorität, das beurteilen zu können, ja, sondern XYZ in TikTok, das könnte auch eine künstliche Intelligenz sein, weiß das viel besser. Mhm. Ja? Die Autorität, dass du auf TikTok was produziert hast, scheint viel höher zu sein, wie dein gesamtes Umfeld. Ja? Irgendein x-beliebiger Typ sagt irgendwas und das ist halt so. Ja. Müssen wir auch mal TikTok-Videos machen für unsere Kinder. Wir machen doch schon Instagram, YouTube und nichts, aber irgendwie werde ich trotzdem nicht so als ultimative Autorität wahrgenommen in allen Lebenslagen. Komisch. Ist halt nur der Papa. Ja, ist doch so, oder? Ja, das stimmt. Ja. Ich hatte, weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast erzählt habe, mit dieser Bull- und Bär-Geschichte an der Börse. Ja. Ja, ja sowas zum Beispiel, ja, wo ich mir denke. Und das kriege ich halt gesagt im Brustton der Überzeugung, dass das so ist. Ich so, nee. Das bedeutet was ganz anderes. Ja. Ja, aber der hat doch gesagt. Ja, aber da musst du halt, du musst es dann halt wirklich verargumentieren. Ja. Und musst es im besten Fall noch mit Quellen belegen irgendwie, dass du da einen Schritt weiter kommst mit. Ja. Ja. Ja, und das ist natürlich nicht geil. Da gebe ich dir natürlich recht. Ja. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass sich das, wie sagt man so schön, rauswächst. Könnte passieren, ja. Und dass also, die Leute auch zu viel davon irgendwann haben und so. Ich meine, wir haben ja den Faktor bei, oder wir haben ja das Phänomen bei Facebook gesehen. Mhm. Wenn wir mal 10 Jahre zurückdenken, war Facebook überall. Mhm. Ja. Mhm. Heute spielt es eigentlich kaum mehr eine Rolle. Sehr wenig, ne? Ja. Ja, das stimmt schon, ja. Also gerade bei der jüngeren Generation, also meine Kinder besitzen nicht mal einen Facebook-Account. Echt? Ja. Okay. Und daran sieht man, wie schnell sich das auch überlebt. Ja. Ja? Deswegen hoffe ich auch, jetzt gerade bei dieser TikTok-Geschichte, dass einfach in 3-4 Jahren ist es einfach, entweder hat sich verändert oder es ist einfach weg. Das ist wie mit diesem Internet. Das ist ja auch nur mal so, das kommt mal auf jetzt. Ja. Genau. Ich glaube auch nicht, dass ich das durchsetzen werde. Nein. Und kein Mensch wird jemals mehr als 46 Kilobyte Arbeitsspeicher brauchen, genau. Wie Bill Gates mal gesagt hat. Ja, nicht ist so schnell wie der Wandel, gell? Okay. Und das iPhone will eh auch niemand, wie der Ball mal gesagt hat, irgendwie. Ja, genau. So ein Schnickschnack, genau. Braucht kein Mensch, gell? Ja. Ich habe immer noch mein Nokia. Das gute 3210. Du, das Ding ist halt, man macht natürlich trotzdem ein Stück weit mit bei der Geschichte, gell? Man kauft sich ein iPhone, ein neues und so weiter. Gut, bei TikTok ist jetzt wirklich, ich glaube, wirkt jetzt einfach auch eine Generationssache. Ja. Ich merke halt auch einfach, dass das alles mir zu schnell, zu bunt und zu, ich kriege da wirklich so eine Reizüberflutung. Ja, total, ja. Ich sehe ja, meine Töchter sitzen dann auf der Couch und lassen dann laut diese, ich weiß gar nicht, wie das bei TikTok heißt, die Timeline so durchlaufen. Ey, da wird ja nur rumgegiggelt, rumgeschrien und sonst irgendwas. Boah, mir wird einfach der Kopf platzen. Ich schmeiß meinem Sohn immer den Kopfhörer, seine Stöpsel an den Schädel und sag, hier, ich würde gerne mal Fernsehen gucken oder was weiß ich was machen. Aber das ist überall so, gell? Ja. Du sitzt gerade so auf der Couch, guckst irgendwas und da sitzt deine Tochter, dein Sohn sitzt neben dir und hört laut die Timeline von TikTok rauf und runter. Und ich gucke dann immer nur so. Du merkst nicht mal. Gell? So, was ist denn los? Gell? Ich würde gerne zuhören. Ja, du kannst doch hören. Ja, ich kann hören, aber ich würde gerne nur das hören. Und nicht aber ich ertappe mir selber, dass ich das auch manchmal mache. Instagram-Videos, weißt du, auf dem iPad mal knappt und dann sitzt auch der Junge daneben und dann kriegt das selbe Argument auch an den Kopf geschmissen. Weißt du, so. Aber hast du das auch laut? Manchmal. Manchmal sitze ich halt alleine da und dann allein oder, ist doch kein Problem. Ja, dann mache ich das mehr, bewusst, ja. Aber wenn wir dann auch mal zu zweit, zu dritt auf der Couch hocken oder so, und dann ertappe ich mich halt dabei so, ich mache das Ding mal auf, weil du eigentlich nur mal Messages gucken. Mhm. Ah, hier ein Video, guckst dir mal an. Oh, ja. Mhm. Ja. Guck mal, aber nochmal Generationsding, glaube ich. Also, du bist jetzt das Gegenbeispiel, dass du das auch machst. Aber, zum Beispiel, weil ich mag das tatsächlich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Laut machen, nicht mal, wenn ich alleine bin. Ich auch nicht. Was mir manchmal passiert, ich, wie gesagt, TikTok habe ich nicht, aber Instagram gucke ich dann
Und dann denke ich, okay, das mache ich jetzt mal laut, weil das will ich explizit anhören. Dann höre ich mir das an und dann mache ich es wieder leise. Und dann gucke ich weiter. Ja, ja, so mache ich es auch. Aber dass du die ganze Zeit einfach nonstop so und noch eins und noch eins und alles aufläufst, mache ich eigentlich gar nicht. Interessanter Effekt war auch gestern bei dieser kubanischen Nacht. Kommt man wieder auf dieses Generationsding. Kaum Leute, die ständig auf ihr Handy geguckt haben. Also gab es immer wieder mal, gell? Aber es war eigentlich schon so, jeder war so im Gespräch, man saß so gegenüber am Tisch, Leute sind so rumgelaufen und keiner, wie man es jetzt so kennt, gell, nur auf sein Handy gestarrt. Klar, jeder mal so kurz, gell, aber im Prinzip war das eigentlich eine schöne Geschichte, weil man auch sich miteinander irgendwie beschäftigt hat und nicht nur mit sich selber und seinem Handy. Das heißt, es waren auch keine jungen Leute da? Nee. Also waren alle so unser Alter, würde ich sagen. Ich glaube, es waren eins, zwei da, wo ich sage, die waren so Mitte 20 oder so. Aber das kennen wir, also das haben wir auch schon oft genug diskutiert. So Zigarrenkonsum ist jetzt eigentlich, findest du wenig richtig junge Leute dabei. Stimmt, ja. Also hast du mal immer wieder, haben wir ja auch in der Lounge, dass da mal jemand ist, der wirklich jung ist. Aber in aller Regel sind die doch, ich sage jetzt mal 30 plus. 30 aufwärts, ja. Das stimmt. Aber du sagst Generationsproblem, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Wir sind ja so aufgewachsen mit den ersten PCs zu Hause und am Zocken. Was du jetzt so sagst über TikTok und die Kinder, ja, also wir waren halt da und haben gezockt. Und dann kam von meinem Vater halt auch immer. Ja, logisch. Tanzen da an der Maschine. Aber ja. Er weiß, was unsere Kinder sich anhören müssen. Der Punkt war halt trotzdem noch, es war halt stationär. Ja, also du warst in deinem Kinderzimmer und hast da gespielt. Und wenn du aus deinem Kinderzimmer rausgegangen bist, hast du keine Möglichkeit gehabt, etwas anderes zu tun. Also bist du auf eine LAN-Party gegangen. Das, ja, okay. Ja, aber das ist halt schon ein großer Unterschied. Total. Ich glaube einfach, dieses immer dabei haben, ist einfach ein ganz großer Unterschied, was auch wirklich in der Qualität, sowohl schlecht als auch gut, einfach einen Riesenunterschied macht. Ich besitze zum Beispiel, ich meine, du hast ja tatsächlich noch einen PC zu Hause. Gell? Ich habe das gar nicht. Ich auch nicht. Ja? Ich habe halt einen Laptop. Genau. Und der ist nicht mal so oft an, weil ich relativ viele Dinge wirklich auch über das Handy machen kann. Ja? Oder über das Tablet. Also, dass ich dann wirklich so aktiv an meinem Gaschnet sitzen würde. Klar, wenn ich jetzt wirklich konkret was arbeiten muss oder so, was selten vorkommt, irgendwas machen muss oder so, dann ja. Aber ansonsten nicht oft. Ich sehe es auch immer an der Bildschirmzeit. Apple mag ja so, ich sage ja Bildschirmzeit, gell? Also an meinem MacBook die Bildschirmzeit, das ist in der Woche, ich glaube, 2 Stunden. Echt? 3 vielleicht. Okay, das ist krass. Ja. Also nicht viel. Bei mir läuft der nonstop. Ja, aber du guckst ja auch Serien und alles Mögliche drüber, gell? Ja, manchmal ja, wenn ich keinen Bock auf Fernseher habe oder so. Aber du hast ja seit kurzem einen Fernseher. Ja, das stimmt. Vorher habe ich es komplett darüber gemacht, ja. Das ist ja so, du hast ja, ich meine, wir sind jetzt im 4. Jahr von diesem Podcast. Ja. Du hast ja immer gegen einen Fernseher gewehrt. Wir haben mehrfach darüber geredet, aber irgendwann hast du einen Fernseher geholt. Das ist total lustig. Ja, ist ja oft mit so Sachen so. Und es macht auch wirklich mehr Spaß, so im Fernseher Sachen zu gucken. Schon, gell? Ja, ist schon so, ja. Aber wenn man es nicht hat, vermisst man es nicht, ne? Ja. Und ich bin halt tatsächlich, hatte ich ja auch mal gesagt, mein letzter Fernseher war halt so ein Röhrenfernseher, ein kleiner. Das heißt, ich hatte auch nie das Erlebnis von einem Flatscreen, großen Bild irgendwie, das ich vermissen hätte können. Ja. Deswegen du hast halt immer noch das Bild von einem Röhrenfernseher gehabt. Geil, so. Also das ist eigentlich mal ein MacBook viel geiler. Genau, so. Ja, ja. Also von daher. Ja. Jetzt würde ich es bestimmt vermissen, wenn ich ihn abschaffen würde. Ja, schon. Ja. Glaube ich schon. Geil. Ja. Zigarre? Ich finde die richtig gut. Ja, ich mag das Broadleaf, ich mag, dass die viel Rauch macht. Einzige Manko, ich mag auch den Geschmack. Wir beide sind ja Camacho-Fans, sage ich mal. Gell? Deswegen hätte es mich auch gewundert, wenn ich die schlecht gefunden hätte. Tatsächlich das einzige Manko, finde ich, dass die zum Ausgehen neigt. Non-stop bei mir. Ich musste 3-4 Mal musste ich die nochmal anzünden. Ja. Das geht mir leider auch so. Das ist echt ein bisschen nervig. Muss Strom kümmern. Ja. Aber ich finde die gut. Okay. Geschmacklich auch sehr leicht Schärfe drin. Ja. Auch eine gewisse Süße trotzdem noch mit dabei. Doch, also ich mag die. Leichter Pfeffer, diese Süße habe ich die ganze Zeit. So dieses Karamellfruchtige irgendwie ist die ganze Zeit da. Ich habe so ein bisschen Erde. Ich finde die rundum gelungen. Und für den Preis finde ich die echt richtig gut. 3,20 € kannst du nichts sagen. Aber sag du mich. Sag du. Was soll ich sagen? Zur Zigarre. Ja, ich finde sie auch gut.
Ich habe tatsächlich die ganze Zeit diese Süße, irgendwie diese karamellige Süße. Das ist ziemlich angenehm. Aber dadurch, dass sie bei mir nonstop versucht auszugehen, nervt sie mich. Ja. Und wenn du dann immer so zwei, drei, vier, fünf Mal ziehen musst, damit wieder ein bisschen Rauch kommt irgendwie, Macht dann keinen wird die halt Spaß auch ein mehr. bisschen heiß und so. Und das, Ja. also das finde ich tatsächlich nicht gut. Ja, das kann ich verstehen. So, findest du es so nervig, dass du ihr auch einen Punktabzug quasi Ja, geben würdest? dafür kriegst du von Das. mir einen Punktabzug. Ja. Übrigens, nächste Woche kommt die of the Dragon, gell? Offizielles Release. Komm, müssen wir überlegen, was haben wir denn heute? Den 11., Ja, 12. 11, 11, 12. Ach so, ja. Am 16. ist offizielles Release-Datum. Okay. Das heißt, eigentlich könnten wir nächsten Sonntag eine Year of the Dragon kaufen. Aber 68 Euro, das das überlegen wir uns nochmal. Wir kaufen einen und teilen sie Ja, uns. genau. Wir schneiden Drittel sie in drei Teile. so. Ja. Ich hatte tatsächlich letztens jemand, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, war ich im Davidoff-Laden und ich kam gerade oben aus der Lounge und dann war sie unten und ich wollte nochmal einen Humidor oder irgendwas. Kann mit dem Stefan gehen, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war dann gerade ein Kunde da, ein etwas älterer Herr, keine Ahnung, so Mitte 60, 70 irgendwie. Und da hat so ein ganzes Bündel an Bundle-Zigarren gekauft, sag ich mal. Also jetzt so ohne Bandagrole, ich konnte es nicht genau erkennen. Und dann fragt er den Stefan, ja, ob er die schneiden könnte. Also, ja, und der Stefan hat natürlich gedacht, anschneiden. Ja. Der wollte aber jede Zigarre in der Mitte durchgeschnitten haben. Ah, okay. Also jede einzelne Zigarre, also ich sage jetzt mal, da 10 gekauft und am Ende hat er da 20 Zigarren da liegen gehabt, die vorher Togo waren und dann so Short Robusto-Größe gehabt haben. Gell? Was hat der Stefan gemacht? Das hat er gemacht. Okay. Ja. Kunde ist König, gell? Aber erst wenn er Aber bezahlt hat. da. So, Genau. ey, warum ist die so klein? Die will ich jetzt nicht mehr haben. Genau. Das fand ich aber schon Das ist ja interessant. geil. Also, das ist ja komplett absurd. Du kannst das Ja, Zeug gar nicht rauchen kannst eigentlich. nicht rauchen. Das Deckblatt löst sich doch dann Ja. und so. Ja, aber gut. Jeder wie er will, gell? Ja, Aber das klar. fand ich schon merkwürdig. Das stimmt. Ja. Na Ja. gut, das als kleine Randnotiz. Also, Ja. ich gebe 8 Punkte. Finde ich richtig gut. Ja. Für mich klingt das auch. Ich war auch so ein bisschen ein Punkt Abzug wegen diesem ständigen Anmachen, aber da gucke ich drüber hinweg. Diesmal. Da würde ich mich anschließen. Ich finde egal, ist gut für den Preis. Okay. Also ich hätte ihr normalerweise eine 7 gegeben, jetzt Ja. kriegt sie eine 6. Okay. Aber trotzdem. Ja. Kann man da eine Empfehlung aussprechen? Ja, irgendwie Eigentlich schon. schon. Also ich verstehe tatsächlich nicht, wie man die so gar nicht mögen kann. Dass man wirklich sagt, die ist unrauchbar, wie das jetzt Ist Leute komisch, und so. gell? Das ist wirklich Ja. ein bisschen komisch, weil. Ich meine, wir haben ja schon schlechte Zigarren gehabt, wo Genau. wir alle drei gesagt haben, boah, ey, die ist einfach so scheiße. Die kann man nicht rauchen. Ja. Aber dass da die Meinungen so auseinandergehen, Ja. auch bei Leuten, die wir jetzt selber schätzen, auch Ja. als Zigarrenraucher irgendwie, ist schon aufsehenerregend. Ich kann es mir eigentlich wirklich nur dadurch erklären, dass es vielleicht so wirklich so ein Batch gab, der nicht geil war. Das, Irgendwie. eigentlich Weißt muss das irgendwie in so einer Richtung gewesen sein. Oder die waren zu du? frisch Nicht so frisch, ja. oder sonst irgendwas, ja. Ja. Aber weil, also man kann die natürlich mögen, nicht mögen vom Geschmack her, keine Frage. Aber dass man die so unglaublich schlecht findet, dass sie nicht rauchbar ist, das ist nicht so. Also, Ja, ich nee, muss sagen, geht ich habe jetzt nicht. auch schon drei, vier von denen geraucht. Und ich hatte auch nicht das Phänomen wie heute Ausgehen. mit dem öfters Ausgehen. Du meinst tatsächlich die erste. Ja, okay. Ja. Aber es gibt natürlich tausend Faktoren. Luftfeuchtigkeit jetzt gerade Ja, draußen, was weiß ich. Oder Olli hat so scheiße gelagert. ja. Ja, bestimmt daran liegt's. Wie kannst du denn da dran? Olli, wie hast du dieses Zigarre gelagert, Mann? 95% Luftfeuchtigkeit. Das ist zu nass. Ja. Nee, also Empfehlung, probiert sie mal. Wenn ihr Camacho Ja. mögt, werdet ihr, glaube ich, von der nicht enttäuscht sein. Wenn ihr, glaube ich, generell keine Camacho mögt, weil die hat schon so ein Camacho-Touch, auf jeden Fall, gell? Weiß nicht, ob er damit glücklich wird, aber ich denke, give it a try. Sehr gut. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht mit der Year of the Dragon. Wir Na, wissen es noch nicht. schauen Vielleicht kommt es auch gar nicht pünktlich. Das kann auch Das kann sein. auch sein, Man ja. weiß nicht, gell? Ja. Aber so oder so sind wir nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, willkommen bei der Frankfurter Stunde. Genau. Okay, bis dahin bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.